Magazin der Oktober 2020. Seit kurzem gibt es Probleme mit Pepstreunern in den Vororten. Junge Pepstreuner sind sehr niedlich und geben ein prima Haustier ab. Aber wenn sie groß sind, werden sie frech, aufmüpfig und verlassen dann schließlich das Haus. Wenn man den Pepstreunern etwas zu essen gibt, wollen sie nur noch mehr haben. Ignoriert sie also am besten, wenn sie euch über den Weg laufen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Und? Oh, verstehe. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Kids Niemacke. Der 10. Oktober war das Sendedatum dieser Mail-Nachrichten.